Er steht innenpolitisch mächtig unter Druck. US-Präsident Biden tauscht sich heute Abend mit seinem mexikanischen Amtskollegen López Obrador aus. Heikles Thema, die Einwanderung. Jetzt schon Wahlkampftopic, denn längst sind nicht mehr nur die südlichen US-Bundesstaaten betroffen, sondern auch die eigentlich liberalen Großstädte im Norden. In nur anderthalb Jahren sind über 130.000 Migranten in New York angekommen. Das sorgt für heftigen Streit und die Stimmung in der Bevölkerung, die droht zu kippen. Eine Reportage von Bastian Hartig. Richard Gonzalez versucht, sich in seinem neuen Leben zurechtzufinden. Wie so viele Flüchtlinge, die derzeit nach New York kommen, ist auch er aus Venezuela. Seit kurzem lebt er in einer eigens eingerichteten Notunterkunft. Aber hier kann er nicht lange bleiben. Der Platz wird gebraucht, die Stadt weiß nicht mehr wohin mit all den Neuankömmlingen. Sie geben jedem die Möglichkeit, 30 Tage hier zu bleiben. Danach muss man sich noch einmal neu bewerben. Aber wir wissen nicht, wo wir sonst hin sollen. Ich habe Angst. Einige Kameraden schlafen schon auf der Straße. Die Unsicherheit bei den Einwanderern ist groß. Viele kommen nach New York, weil ihnen die Stadt im Gegensatz zu anderen Orten in den USA laut Gesetz eine Unterkunft zur Verfügung stellen muss. Aber der Platz wird knapp und das Vergabeverfahren komplizierter. Hilfe sucht sich Richard Gonzalez deshalb bei der Coalición Mexicana, einer gemeinnützigen Organisation für Einwanderer in New York. Hier gibt man ihm zu essen und versichert ihm unter anderem, dass er nicht auf der Straße schlafen muss. Ich bin froh, es gibt gute Nachrichten. Sie helfen mir mit verschiedenen Dokumenten, mit der Krankenversicherung, Personalausweis und sie besorgen mir einen Rechtsbeistand. Jairo Guzmán leitet die Organisation. Seit über 10 Jahren unterstützt er Einwanderer wie Richard Gonzalez. Aber eine Situation wie zurzeit hat er noch nie erlebt. Der Aspekt, der sich am meisten von früheren Flüchtlingsbewegungen unterscheidet, ist ganz einfach die große Zahl an Menschen, die derzeit hier ankommen. New York war schon immer eine Einwandererstadt, die Migranten willkommen geheißen hat. Aber wir sind einfach nicht darauf vorbereitet, so viele Menschen gleichzeitig aufzunehmen. Selbst im weltoffenen New York. Die große Zahl an Einwanderern ist laut Umfragen inzwischen für 86% der Bevölkerung ein ernsthaftes Problem. Viele Wähler im ganzen Land sehen die Schuld bei US-Präsident Joe Biden. Beim Thema Migration ist er also angreifbar. Die Republikaner wollen das im Wahlkampf für sich nutzen. Und selbst im von Demokraten geführten New Yorker Rathaus wächst der Druck auf die Regierung in Washington. An der Grenze, wo die Migranten ankommen, muss die Regierung mehr tun und diese Flüchtlingskrise auf das ganze Land verteilen. Das würde es Gemeinden wie New York erleichtern, sich um diejenigen zu kümmern, die bereits hier sind. So wie Richard Gonzalez. Er würde gerne in New York bleiben. Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht, darüber wird wohl nicht zuletzt auch die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr mitentscheiden.